Hallo und ganz herzlich willkommen zum DAX-Check heute am Mittwoch. Hallo Thomas, heute Hallo. Am Donnerstag. Schon, da war schon der erste Fehler. Ja, der zweite war gestern. Ja, du hast mir schon gesagt, ich habe mich zu früh gefreut oder zu sehr gefreut. Du warst so euphorisch, ganz klar. Du warst schuld. Ich war wahrscheinlich repräsentativ für den Otto-Normal-Anleger, der das mal sehen wollte, das Allzeithoch. Und dann, okay, jetzt haben wir es gesehen, ich gehe wieder raus aus dem Markt, verkauf wieder. Das haben wir zumindest gestern gesehen. Wir sind dann im Minus aus dem Handel gegangen und auch heute, wir sehen es schon fast gleich, wird es größer, 0,5% schon wieder das Minus. Es gibt doch jetzt keine wirklichen negativen Faktoren, die das jetzt... Die zu große Euphorie mancher Marktteilnehmer. Ja, gab halt, es stimmt, es gibt jetzt keine großen Veränderungen, aber da haben sich ein paar gedacht, ach, es reicht. Es reicht, wir haben es mal gesehen, man kann es gut merken, 13.640, schöne Zahl, wir gehen wieder raus. Ja, 200 Punkte, zack, und schon ist die ganze Euphorie wieder verflogen. Willst du denn wieder zurückkommen? Was verleiht uns dann die Charttechnik? Wir gucken mal gleich drauf. Charttechnik ist noch intakt, sage ich mal. Wir bewegen uns noch über dem Hoch hier bei 13.407. Ist natürlich hauchdünn. Die Range, da, wenn wir reingehen, ja, dann kann es mal wieder in die Mitte, vielleicht sogar auch nochmal in die untere Begrenzung gehen. Grundsätzlich bleibe ich dabei, an Aktien führt kein Weg vorbei. Und ja, aber es geht halt leider nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und es wird volatil bleiben, die ganze Geschichte. Der Coronavirus breitet sich doch rasant aus, aber muss man auch dazu sagen, China agiert da wirklich rigoros. Also man hat jetzt quasi eine 11-Millionen-Stadt unter Quarantäne gestellt. Mhm. Aber ja, man weiß nicht, was da schon an Übertragungen jetzt oder an Viren außerhalb der Stadt sich ausbreiten. Das kann man im Moment nicht abschätzen, aber ich denke mal, es wird anders verlaufen als 2002, 2003, ist zumindest meine Hoffnung, dass man hier frühzeitig das eingestellt reagiert hat und auch die Öffentlichkeit informiert hat, da offen damit umgeht und damit vielleicht die Ausbreitung doch sehr weitgehend in Grenzen hält. Wollen wir natürlich alle hoffen. Ja. Allein schon wegen der Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt. Wir blicken noch aufs Produkt, das natürlich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Das ist ausgestoppt. Ausgestoppt, ihr habt den Stopp nachgezogen? Wir hatten auf einen Stand nachgezogen, 7,95, außer Spesen nichts gewesen, aber ist jetzt nicht dramatisch. Also, aber ihr werdet jetzt auch nicht sofort wieder agieren, heute Morgen? Nee, also da müssen wir jetzt mal, da schauen wir jetzt mal, inwieweit sich das auspendelt. Wie gesagt, wenn wir in die Range zurückfallen, müsste man ja fast kurzzeitig mal einen kleinen Short gehen. Aber das fällt mir im Moment auch sehr schwer, Short zu gehen. Na gut, wir gucken mal. 0,6% das Minus. Danke für heute, Thomas. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.